Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Creative, ein neues Sandbox-Spiel, das ich unbedingt mit euch ausprobieren wollte. Ich wollte auch mal eine große Stadt damit bauen, weil... Warum habe ich mich dafür entschieden? Das ist ein Alpha-Game. Gibt es bei Steam zu kaufen und ich wollte... Ja, wie soll ich sagen? Ich habe mit Sandbox-Spielen eigentlich null Erfahrung, muss ich ehrlich sagen, weil ich damit noch nie was gespielt habe. Wie zum Beispiel das typische Minecraft oder so. Minecraft wollte ich jetzt nicht spielen, weil ich gesagt habe, ey, ich will was anderes spielen mit Minecraft, weil jeder ja irgendwie Minecraft spielt oder gespielt hat. Und ja, jetzt sind wir hier in dem Game und ich freue mich drauf, mit euch zusammen das zu spielen. Ein bisschen was zu lernen, was mit Sandbox-Spielen zu tun hat. Und dann noch eine große Stadt aufzubauen. Wie gesagt, das Spiel ist noch in der Alpha-Phase, wie gesagt, kommt bestimmt noch einiges dazu. Und ich bin gespannt, was da noch so alles dazu kommt. Ich habe das Spiel schon vorweg mal ein bisschen gespielt auf einem anderen Server. Ich habe auch sehr viel schon freigeschalten, also ich weiß schon ein bisschen über das Spiel Bescheid. Was mir natürlich dann helfen wird, wenn ich natürlich hier jetzt eine große Stadt aufbauen möchte. Mit euch zusammen. So, am Anfang bräuchten wir auf jeden Fall Holz, das ist schon mal sicher. Ah ja, und die Facecam läuft bei diesem Spiel auch das erste Mal mit. Das war schon letztes Jahr so eine Überlegung, ob ich eine Facecam jetzt mache oder nicht. Und dann, ja, irgendwann mal habe ich mich dann dazu entschieden und habe mir eine Webcam gekauft. Und ja, jetzt läuft dann die Facecam mal mit. Und mal schauen, wie er drauf reagiert. Und ja, ich bin mal gespannt drauf. Weil es für mich jetzt auch was Neues und ja, es ist jetzt ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn man so merkt, dass man jetzt auch mit aufgenommen wird und jetzt aufpassen muss, was man so tut. Aber ich freue mich drauf. Und ich hoffe, ihr freut euch auch darüber, mich mal live zu sehen oder zu sehen, wie ich aussehe. Der eine oder andere hat sich das vielleicht schon mal überlegt, aber wie gesagt... Man weiß ja nicht, wie es sich so weiterentwickelt. Ich bin gespannt. So. Bei dem Spiel ist es aber auch so, dass wir jetzt zum Beispiel, da wir jetzt Holz gesammelt haben und so, ein paar Rohstoffe gesammelt haben, müssen wir natürlich auch irgendwie schauen, dass wir erstmal einen Unterschlupf finden. Weil wenn es dunkel wird, dann wird es hier richtig gefährlich, weil dann die Tiere, die Fabelwesen, die hier überall rumrennen, natürlich dann versuchen auf uns loszugehen. Aber die Nacht sieht auch richtig geil aus. Wie gesagt, ich habe vorweg schon ein bisschen gezockt und ja, von daher kenne ich mich ein bisschen da schon aus und den Rest werde ich dann mit euch zusammen lernen. Auf jeden Fall gibt es wie bei Minecraft natürlich verschiedene Blocks, die man bauen kann. Verschiedene Möglichkeiten, wie man bauen kann. Natürlich, wie gesagt, ist das noch ein bisschen quicky. Also man muss sich das Ganze noch ein bisschen ausprobieren und reinfinden. Und die Tastaturbelegung ist ein bisschen anders, aber soviel ich weiß, kann man die auch noch einstellen, so wie man das gerne möchte. Hier oben habt ihr den Kompass mit W, also für Westen, für Norden, für Süden und dieses Zahnrad da oben, das zeigt euch an, wo ihr die nächste Crafting findet, wo ihr dahin zum Beispiel, wo ihr dann Sachen bauen könnt. Das geht ja alles auch über Crafting. So, ein bisschen Sand möchte ich auch gerne gleich mal mitnehmen. Wenn wir schon dabei sind. Weil aus Sand können wir dann später... Ja, unser Glas machen, was wir auf jeden Fall brauchen werden. Dann muss ich noch überlegen, wo ich hin will. Ich würde am Anfang, glaube ich, erstmal in den Berg reingehen. So typisch Minecraft aufbauen, so wie ich das mal gehört habe. Wie gesagt, ich habe Minecraft noch nie gespielt. Ich habe also nicht den direkten Vergleich dazu.
denke mal, von der Grafik her sieht das Spiel auf jeden Fall für eine Alpha-Phase richtig gut aus. Von der Grafik fällt es mir auf jeden Fall und von der Optik auch. Wie gesagt, ich bin auch gespannt, was noch alles dazu kommt. So, ein bisschen Sand haben wir jetzt auch. Was auch ist, zum Beispiel hier kann ich keine Steine rausmachen, weil bei mir ein Update fehlt. Also praktisch, ich bräuchte einen besseren Handschuh. Oder besser gesagt, einen Handschuh mal. Den wollen wir uns jetzt erstellen. Dafür gehen wir jetzt mal darüber. So, und dies hier alles habe ich schon freigeschalten. Das sind einige Möglichkeiten, was man so alles bauen kann. Aber da kommt noch einiges dazu. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Hier zum Beispiel diese Sachen hier, die findet man alles im Untergrund, also ziemlich weit unten. Aber dazu später mehr, wenn wir da mal so weit sind. So, jetzt brauchen wir noch Pilze und Dreck dafür. Okay. Auf jeden Fall schön gemacht, das Spiel. Jetzt sind wir gerade im Canyon, da werden wir wahrscheinlich nichts finden, was jetzt großartig mit Pilzen zu tun hat. Wie gesagt, ich bin jetzt auch ganz gar woanders gestartet, wo ich das letzte Mal gestartet bin. In der Truhe findet man öfter Sachen, aber nachts kommen die Truhen besser raus. Aber wie gesagt, es ist immer so eine Geschichte für sich. So, dann würde ich sagen, wir suchen erstmal ein paar Pilze. Ups. Und das hoffentlich noch vor nachts wird, weil ich will dann am liebsten schon gleich so eine kleine Base bauen, wo ich dann ein bisschen in Sicherheit bin. Für den Anfang. Später macht es uns dann weniger aus. Hier sehen wir zum Beispiel schon Pilze. Müssen wir erstmal bauen, dass wir da hochkommen. Zack! Und einen hätten wir schon mal. Den wir bräuchten für unser erstes Teil, was wir craften können. Also für unseren ersten Handschuh. Die sind auch ganz wichtig, weil die roten Pilze, die tun uns dann wieder Lebensenergie geben. Da kann man auf jeden Fall nicht genug kriegen davon. Ich sagte erstmal, brauchen wir braune Pilze. Die finden wir am Berg oder hier in der Landschaft. Aber wie gesagt, das ist am Anfang so eine kleine Sucherei. Ich weiß gar nicht, wie viel braucht man jetzt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich bin so leicht vergesslich immer ein bisschen. Aber man baut den Handschuh eigentlich nur einmal und dann kommt schon das nächste Teil. Von daher. Es ist gar nicht mal so schlimm. Ja, was ich noch sagen wollte, im Koop ist es auch möglich, das Spiel zu spielen. Also zu zweit oder zu dritt. Also ein Server. Das ist natürlich auch möglich, das ist auch natürlich interessant. Vielleicht überrede ich ja irgendwann mal jemanden dazu, da mitzuspielen. Und ja, wie bin ich auf das Spiel gekommen? Auf das Spiel bin ich eigentlich gekommen, wo ich mir ein Let's Play angeguckt habe. Ja, dafür sind Let's Plays da, dass man sich Spiele anguckt und dann gefallen es einen und dann, ja, dann versucht man das selber. Weil es einfach Spaß macht und ist auch mal was anderes wie die ganze Zeit nur solche hektischen Spiele, weil das finde ich voll gechillt, das Spiel. Und das macht natürlich dann auch richtig viel Spaß. Mal so ein lockeres Spiel zu spielen. Achso, ein bisschen Dreck brauchen wir noch. Dann wird es, glaube ich, schon bald wieder dunkel.
Die zum Beispiel, die blauen hier, die können wir noch nicht abbauen, erst wenn wir die nötigen Handschuhe haben, weil wir tun praktisch die Handschuhe upgraden und da können wir immer andere Sachen dann benutzen oder hier die Steine abbauen. Also, aber dazu später noch viel mehr. So, erster Handschuh zum Beispiel, den könnten wir jetzt schon craften, das machen wir auch. Einmal draufklicken, craft. Könnte man sogar nochmal craften, das wäre gar nicht mal so schlecht. So. So, dann hätten wir unseren ersten Handschuh. Mit dem könnten wir hier jetzt nichts abbauen, aber wir könnten ganz normale Steine abbauen. Boah, sieht das nicht geil aus. Boah, ich liebe das, ich feiere es. So, diese Dinger hier, Blue Flower, damit können wir dann später Farbe herstellen. Für blaue Steine zum Beispiel. Deswegen sammle ich die jetzt schon ein. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hingehen. Weil ich will ja auch eine große Stadt aufbauen. Deswegen würde ich in einen Berg erstmal reinbauen. Am Anfang. Boah. Ihr habt es gerade gemerkt, wenn man zu weit runter springt, dann natürlich kann es sein, dass man ja sich verletzt, klar. Aber wie gesagt, ich habe auch schon gehört, dass angeblich man hier tiefer springen kann als bei Minecraft jetzt zum Beispiel. Ob das stimmt oder nicht stimmt, mal dahingestellt, ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, ich bin kein Minecraft-Spieler. Ganz ehrlich. Ich habe es noch nie gespielt. Deswegen, wie gesagt, ist das jetzt für mich was ganz Neues. Für die Leute zum Beispiel, die Minecraft jetzt zum Beispiel spielen, die könnten jetzt ja in den Kommentaren schreiben, wie sie das neu jetzt so finden und ob das jetzt wirklich Ähnlichkeit mit Minecraft hat oder ob es nur eine Verbesserung ist, wie auch immer. Aber ich finde es auf jeden Fall eine schöne Alternative zu Minecraft und mir macht es richtig Spaß. Und Spaß ist ja immer die Hauptsache. So. Bevor es dunkel wird, würde ich jetzt gerne einfach mal ein Örtchen finden, wo ich mich jetzt verstecken könnte. Ich würde sagen, die Gegend hier sieht doch gerade mal so schlecht aus. Aber ich glaube, das wird jetzt gar nichts, dass ich bis es dunkel wird, hier in Sicherheit kommen. Aber hier das Ganze finde ich cool gemacht, also definitiv. Also wenn ich hier den Eingang bauen würde, fände ich schon nice für einen Anfang halt jetzt. Ich würde sagen, das machen wir auch. So, bauen wir hier mal so einen Raum raus. Wir können natürlich Türen bauen, ganz klar. Aber dazu bräuchte man noch ein paar Sachen. Ups, das war einer zu viel, oder? Nee, doch nicht. Aber wir haben es hier auch noch dunkel, also wie gesagt, am Anfang müssen wir echt mal schauen, dass wir das irgendwie hinkriegen. Ich denke mal, der Ort ist gar nicht mal so schlecht.
genauso gut wie jeder andere auch. So für einen Anfang. Kleine Base bauen. Eine Decke können wir nochmal. Upsala. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass gleich hier die Decke. Das hatte ich ein bisschen schlecht. Dann reißen wir die Decke doch nicht noch um eins ab. Dann gehen wir lieber ein bisschen weiter runter. Oh Menno, jetzt ist es schon dunkel. Wir haben keine Fackel dabei. Das ist natürlich nicht gut. Aber räume ich das hier mal raus und dann tun wir uns versuchen in Sicherheit zu bringen. Weil, wie gesagt, es wird kein Zucker schlecken, wenn wir das jetzt so versuchen. Mit Gewalt oder so. So, dann würde ich sagen, dann verbisse ich mich schnell mal auf den Baum oder so. Räumen wir hier ein bisschen weg, dass wir eine bessere Aussicht haben. Weil, wie gesagt, es wird dunkel. So, einen kleinen Tipp kann ich ja jetzt schon mal geben. Wenn wir C drücken, dann können wir nicht runterfliegen. Diese Funktion gibt es auch bei Minecraft, habe ich gehört. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es mit Sicherheit nicht schlecht und ja, wir können nicht runterfliegen. So, ihr seht jetzt zum Beispiel diese Schweine hier unten, die dann so leuchten. Da ist zum Beispiel das Gefährliche dran, weil die würden uns sofort angreifen und wir haben keine Verteidigung. Wir haben keine Waffen, wir haben keine Rüstung am Anfang, also müssen wir ein bisschen uns in Sicherheit wagen. So, was hätte man hier alles? Ja, ich muss, wie gesagt, am Anfang noch Ressourcen sammeln. Die brauche ich auf jeden Fall, weil anders wird es ja wahrscheinlich dann nicht möglich sein. Ein Schluck Kaffee. Ist immer gut für die Nerven. Aber wie gesagt, das Spiel, das hat auf jeden Fall was und es macht sehr viel Spaß. Macht immer wieder gute Laune. Abspeichern von einer Welt ist eigentlich auch ganz easy going, weil wir müssen einfach nur hier dann ja aus dem Spiel rausgehen und dann save das Ganze automatisch ab. Und das finde ich auch nice. Bisschen Holz können wir schon mal dabei einsammeln. Ja, wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht runterfliegen. Aber mit C dürfte es dann überhaupt kein Problem sein. Ich meine, der Himmel, das sieht hier einfach richtig geil aus. Diesen Sterneffekten und so weiter. Wenn wir auf dem Berg sind, dann sieht es noch geiler aus. Erinnert mich irgendwie ein bisschen an Pitch Black oder so.
Die erste Folge ist ja auch klar, die machen wir ein bisschen länger, wie gewöhnlich. Weil wir wollen ja euch auch was zeigen. Also, ich will euch was zeigen. Ich hoffe natürlich, dass ich irgendwann mal einen neuen Mitspieler dann bekomme. Und wenn es zum Beispiel hell wird, das werdet ihr dann gleich sehen, wenn es dann zum Beispiel die Sonne aufgeht. Dann ist es immer so, dass die Viecher hier, die jetzt hier so leuchten, also diese Schweine oder was das sein soll, die Fabelwesen halt, dass die dann auf einmal das Brennen anfangen. Und das werdet ihr dann auch gleich sehen. Ah, genau. Genau das wollte ich jetzt nicht. Shit! Naja. Okay. Dann müssen wir... Ihr seht schon, was ich meine. Die greifen dann ziemlich schnell an und wir haben, wie gesagt, noch keine Waffe. So, mit E können wir uns das neue... gleich mal wieder dran machen. Das ist wie gesagt gar nicht lustig, weil wenn wir keine Waffe haben, keine Rüstung haben, dann... ja, dann haben wir da echt schlechte Karten im Moment. Aber gut, so können wir das Holz noch ein bisschen abbauen. Wir können natürlich auch ein paar Pilze essen. Und das Problem ist, wenn wir hier jetzt rumlaufen, also wenn wir jetzt hier rumlaufen, dann haben wir natürlich das Problem, dass wir sehr schnell von vielen Viechern umzingelt sind. Dann ist es nicht lustig. Kann ich euch jetzt schon sagen. Deswegen, wie gesagt, am Anfang erstmal in Sicherheit gehen oder so. Entschuldigung, da hat es gerade gejuckt. in Sicherheit gehen, um, wie gesagt, dass wir uns irgendwie hier nicht jetzt, ja, uns mit den ganzen Gegnern anlegen müssten. In der Nacht am Anfang erstmal in Sicherheit gehen, das ist auf jeden Fall, ja, der beste Tipp eigentlich. Dann später halt tun wir dann was dafür, dass wir diese Kreaturen oder diese Fabelwesen, ja, besiegen können. Aber es dauert noch ein wenig. Ja, wie gesagt, es ist ein bisschen ungewohnt jetzt mit Webcam und so, weil, wie gesagt, das sieht man natürlich alles, was ich mache. Und daran muss ich mich noch ein bisschen gewöhnen, ganz ehrlich. Aber es war ein Wunsch von mir, mal das Ganze mit Webcam auszuprobieren. Und ja, jetzt ist es halt mal soweit, dass es halt das erste Spiel mit Facecam gibt und ja. Ich werde mich dran gewöhnen, würde ich sagen. So, könnt ihr jetzt bitte mal ein bisschen hell werden oder so? Aber ihr seht schon die Gegend mit den Sternen und so weiter, das sieht auf jeden Fall nice aus. Aber ich wäre auch froh, wenn die Nacht jetzt mal vorbei wäre. Ich hoffe zumindest mal, dass es bald soweit ist. Ah. Oh, die kommen bei 2 hoch. Okay. Dann, Moment. 0. Ja, am Anfang, wenn man gar nichts hat, dann kann man sich auch nicht wirklich wehren, Leute. Ja. Hey! Jetzt hört doch mal auf mich da. Ständig. Oh. Nein! Oh. Okay, das war das typische Beispiel.
Was passiert, wenn wir sterben? Oh Mann. Ich bin, wo ich das angefangen habe zu spielen, muss ich ehrlich sagen, ich bin kein einziges Mal gestorben. Jetzt gleich am Anfang und ich habe keine Ahnung, wo die Hütte ist. Ich sehe aber, unser Inventar ist wieder immer noch da. So wie ich das erzähle. Zumindest was wir in der Schnellleiste drin hatten, was wir so im Inventar hatten, haben wir nicht mehr. Wirklich ärgerlich, aber unser Haus ist auch weg. Verdammt, noch nie gestorben und jetzt gleich im Let's Play bin ich gleich das erste Mal gestorben. Oh, ist das bitter. Ist das echt bitter? Die ganze Zeit nicht gestorben. Ich bin sogar mal in den Untergrund reingegangen, da wo es richtig gefährlich ist, und ich bin kein einziges Mal gestorben. Ah, verdammt, verdammt. Jetzt bin ich gleich, ja, einmal gestorben und ich hoffe, dass ich jetzt kein weiteres Mal sterbe. Ich baue mich schnell nach oben. Da sind wir in Sicherheit. Können wir uns ein bisschen umgucken? Vielleicht finden wir ja schon Platz für eine neue Höhle, weil ich glaube, die alte werde ich nicht mehr finden. Ah, bitter, bitter, bitter. Naja, Gott sei Dank haben wir da ja jetzt noch nicht so viel gebaut. Von daher macht das jetzt nicht so viel aus, Gott sei Dank. Aber wie gesagt, es ist schon ärgerlich. Ja. Wir hätten einen Teleporter natürlich hier hinsetzen können und dann wäre das kein Problem gewesen, dann hätten wir sich dahin teleportiert. Aber so weit habe ich jetzt auch nicht gedacht. Ich habe nicht gedacht, dass ich jetzt gleich in der ersten Folge mal sterbe. Aber wie gesagt, das ist der Reiz des Spiels. Auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, mache ich hier mal einen Cut und ich hoffe, dass wir in der nächsten Folge dann wieder was finden oder dass wir dann eine neue Höhle bauen. Und uns besser safen gegen diese Viecher und unsere erste Waffe bauen, dass wir uns wenigstens verteidigen können. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, euer Players Club Member, Baby, und ciao.